Liebe Zuseher, heute muss ich ein Gerücht dementieren, ich muss es zerstören, ich muss es zerstreuen. Mein Studio befindet sich nicht bei mir zu Hause im Keller. Liebe Zuseher, herzlich willkommen bei HabdaWasTV. Und heute gibt es bei uns im Studio was zu feiern. Übrigens, ihr kennt unser Studio mieten für Feiern, genauso wie der Peter. Peter, servus. Servus, Michi. Schön, dass du heute da bist. Aber lieber Peter, kurz auf den Punkt gebracht, warum bist du heute im Studio, warum feierst du bei mir? Nee, ich feiere heute bei dir, lieber Michi, weil erstens einmal, du hast mich eingeladen, da zu sein. Und wir haben miteinander eigentlich das geschafft, dass wir da mit iProds bei 2 Minuten 2 Millionen sind. Das war sehr viel auch dein Verdienst. Und ich finde, heute ist einfach ein Tag, wo wir das feiern muss und du hast eine super Location da und ja, das wollen wir heute richtig feiern und wollen wir heute Gas geben. Super, danke mir für das Feedback. Ja, das stimmt, es ist auf meinen Mist gewachsen, weil man muss solche Erfolge feiern. Was die iProds genau sind, liebe Zuseher, das seht ihr heute in der Sendung. Bei uns gibt es jetzt auch nicht den Gedanken der Konkurrenz. Wir schauen Puls 4 bei HabdaWasTV eben, weil es gibt was zum Feiern. Hey Peter, wirklich Gratulation, ich stehe mit dir jetzt mit meinem Mikrofon an. Prost auf dich und jetzt bleibt dran und schaut euch die tolle Feier an. Bis gleich. Liebe Zuseher, hier haben wir den Konstrukteur nicht von der Matrix, sondern von den iProds. Christi, wer bist du nochmal? Ich bin der Victor. Servus Victor, ja, du stehst ja hinter die iProds, so schauen die aus. Was kannst du darüber erzählen? Ja, also das ist, war eigentlich eine sehr, sehr gute Idee von von Peter und haben wir gesagt, setzen wir das mal um. Ja. Und dann haben wir mal so ein 3D-Modell erstellt. Und haben wir mal so Versuchsläufe gemacht, wie das funktioniert. Und das haben wir dann auch 3D gedruckt. Und ja, und mittlerweile, das ist jetzt glaube ich die 8. Version oder so. Oder ein bisschen dauert. Ja genau, das ist immer, das sind immer so die Versuchsläufe. Und bis das dann perfektioniert ist und das haben wir dann, ja, das ist jetzt die Endversion. Job zur Endfassung. Wie ist das Gefühl heute da auf der großen Feier? In Kürze geht's los bei 2 Minuten, 2 Millionen. Ist habt ihr was gerissen, wenn man sagt. Wie ist das Gefühl? Das ist schon ziemlich cool, ja, muss ich schon sagen. Also es macht mich auch stolz. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Ja, super. Ich sage auch wirklich Gratulation für diesen Meilenstein iProd. Wie schon gesagt, da werden die Leute auch noch fragen, was die dazu sagen. Dankeschön. Danke. Ja, Peter Buchsbaum, iProds, was sagst du dazu? Tolle Idee. Und ich denke, dass das was wirklich was Cooles ist, was nicht nur in der Sportwelt gebraucht werden kann, sondern ich glaube, das findet mehrfach Verwendung. Und ich hoffe, das geht alles gut und ja. Ja, grüß euch einen wunderschönen Abend. Wie geht's euch heute? Sehr gut, uns geht's ausgezeichnet. Wir warten schon ganz gespannt am Peter. Auf das Ergebnis von Peter vor allem, ja, gell? Ich habe schon Angst gehabt, wir müssen auf die Telefone dann her, aber wir werden das sehen, oder? Wie stehst du zum Peter? Freund, bekannter, Verwandter? Von Peter, ein Freund von Peter. Was sagst du zu den iProds, was er da erfunden hat? Ja, tricky Sache. Bin sehr gespannt, wie das jetzt ankommt. Also, wir haben in Kürze erfahren, was der Peter gerissen hat, oder? Ja, genau, da sind wir jetzt gespannt. Bleibt spannend. Uns darf er ja nichts sagen, ne? Hat ja Maulsperre bekommen. Genau, wir sagen euch nichts. Danke. Ja, liebe Zuseher, das war's mit Live-Viewing mit Peter Buchsbaum. Peter, Gratulation. Danke, 100.000 Euro und ein Ticket vom Mediashop, oder? Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, das ist eine tolle Sache. Und ja, wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, Michi, danke für die Unterstützung auf dem Weg dahin. Weil es ist nicht einfach und es ist durchaus nicht selbstverständlich. Und es ist ein ganz schöner Schritt Arbeit. Und umso wichtiger ist es, du hast ein gutes Produkt, du hast eine gute Idee, aber du brauchst auch die Leute um dich, die dich unterstützen, dass du das dann richtig ins Bild rückst. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Michi. Und ja, nochmal vielen Dank dafür. Super, danke, Peter. Wo findet man die iProds? Gibt es eine E-Mail-Adresse, Website? Es gibt eine Website, www.iProds.com. Vielleicht kannst du das einblenden. Ja, und sicher, wir freuen uns über Besucher. Wir haben auch einen Webshop und da verkaufen wir das sogar. Was, danke, Peter. Und ihr, liebe Leute, wollt ihr was feiern? Gibt es was zum Feiern? Meldet euch bei HabdaWasTV. Wir sind für euch da. Baba, tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay.